Gestern hatten wir im Vorfeld des zweiten Flüchtlingsgipfels in Stuttgart die offenen Fragen rund um die derzeitigen Flüchtlingsströme noch einmal zusammengefasst. Spät am Abend hat die Landesregierung dann über die Antworten informiert, die Politik, Behörden, Verwaltungen und Verbände gefunden haben. Sie heißen: mehr Unterbringungsplätze, eine bessere Verzahnung aller sich ergebender Erfordernisse in einem Lenkungsausschuss und konsequente Abschiebung. Das neue Schloss in Stuttgart gestern Abend. Es ist später geworden als beabsichtigt. Denn für die Teilnehmer von Bund, Land, Kreisen, Kommunen und Verbänden gab es angesichts der dramatischen Situation einer noch immer anschwellenden Flüchtlingswelle, die das bisherige System personell, logistisch und finanziell an den Rand bringt, viel zu diskutieren. Gegen 20 Uhr ist es dann soweit. Der Ministerpräsident und seine Integrationsministerin legen die Ergebnisse der Diskussionen vor, in einer Situation, die sich seit dem ersten Gipfel im November vergangenen Jahres weiter verschärft habe. Für das Land bedeutet das, dass wir trotz der hohen Zugangszahlen natürlich die Flüchtlingsaufnahme gewährleisten müssen, natürlich aber auch einen humanitären Umgang und die Sicherheit für alle herstellen müssen. Meldungen über Spannungen, organisatorische und logistische Probleme, wie jetzt aus Messstätten, sollen ab morgen direkt an eine neue Lenkungsgruppe gehen. Dort werde gebündelt und schnell verbindlich entschieden. Mit weitgehenden Vollmachten, sie besteht aus den Amtschefs des Integrationsministeriums, des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft, des Innenministeriums und des Staatsministeriums. Berücksichtigt werden soll künftig auch, was Städte und Gemeinden in der Nähe von Landeserstaufnahmestellen an Sorgen plagt. Denn von dort heißt es, dass man bisher kein rechtes Gehör für Probleme findet. Dass dort die Situation sehr angestrengt ist und teilweise Zustände sind, die schwer auszuhalten sind. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir die Erstaufnahmekapazitäten drastisch erhöhen. Seit Beginn der Flüchtlingswelle habe man die Platzkapazitäten von 900 auf 9000 verzehnfacht und stelle damit, obwohl nur auf 13% verpflichtet, gesamtdeutsch ein Viertel aller Plätze. Bis Jahresende sollen noch einmal 6000, 2016 dann weitere 5000 hinzukommen. Auch Gebäude in Industriegebieten dürfen, auf 2 Jahre beschränkt, zum Wohnen genutzt werden. Für eine gelungene Anschlussunterbringung ist aber insgesamt der Wohnungsmarkt entscheidend. Und deshalb wollen wir auch, dass wir über die soziale Wohnraumförderung weiterhin Entspannung in dem doch sehr angespannten Wohnungsmarkt in vielen Ballungsräumen in Baden-Württemberg schaffen. Zur Lageberuhigung insgesamt müsse auch der Bund beitragen. Der hinke bei mehr Personal für schnellere Asylprüfungen hinterher. Die müsse von 6 auf 3 Monaten fallen. In der Folge werde konsequent gehandelt. Menschen, die ausreisepflichtig sind und sich der Rückführung entziehen, werden wir verstärkt mit Leistungskürzungen, beispielsweise beim Taschengeld und mit Beschäftigungsverboten, belegen. Abschiebungen selbst soll der Bund übernehmen. Bei eindeutig Bleibeberechtigten jedoch, wie Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien und dem Irak, soll die Bleibeerlaubnis ein rein formaler Akt werden. Sie sollen sofort in den Arbeitsmarkt kommen. Zudem sollen Deutschkurse, Unterricht und schnelle Einschulungen schnelle Integration ermöglichen. Und dann brauchen wir einen Spurwechsel und einen legalen Arbeitsmarktzugang, insbesondere für die schaffigen Menschen aus den Westbalkanstaaten, die es hier auf den Arbeitsmarkt drängt. Wir haben Arbeitsmarktbedürfnisse, Mangelberufe, die sind bekannt. Um diesen dringend wirtschaftlich benötigten Menschen ein legales Bleiben zu ermöglichen, brauche es, darauf drängten auch Wirtschaft und Handwerk, jetzt endlich vom Bund das schon so lange diskutierte bundesdeutsche Zuwanderungsgesetz.